Bala Morgulis und Alola, Freunde, willkommen zurück bei Pokémon Mond. Wir sind wieder an alter Stelle, ich habe den ganzen Kram nochmal gespielt und werde ab jetzt versuchen, wilde Pokémon, die wir schon gesehen haben, für euch wegzuschneiden, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Wingull, warte mal, haben wir das? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im neueren Run schon gefangen habe oder nicht. Nein, wir haben es noch nicht, siehst du? Sehr gut, dann wollen wir uns das doch gleich mal so eigen machen, was? Wollen wir uns das doch so eigen machen? Ja, genau, ich werde die wegschneiden. Das, ist, glaube ich, ziemlich gut. Sonst sitzen wir hier ewig lange an den Kämpfen. Vor allem, wenn hier Statusänderungen im Spiel sind. Keine schöne Sache, Freunde, das kann ich euch sagen. Keine schöne Sache. Was ich bräuchte, wäre ein Pokémon Center. Oh Mist, warum habe ich eigentlich nochmal Säuselstimme gemacht? Bitte, nein, tu's nicht. Ja, okay, es ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, eine Säuselstimme hätte ihn getötet. Ja, ich will es ja eigentlich fangen. Siehst du, ich war wieder nur voll auf Kill, Kill, Kill. Ja, ich war im Kill-Modus. Aber will ich nicht. Nee, ich will es haben. Böp. Und Böp, perfekt, Freunde. Und jetzt hier einfach Y für den Ball. Das ist eine richtig nice Änderung. Das macht die Sache einfacher. Und ich denke, das müsste doch locker im otoischen Team ankommen, ne? Ja. Oh. Okay, haben wir. Nice. Wingull, willkommen im Team, mein Freund. Spitzname kriegst du allerdings nicht. So wichtig bist du denn nicht. Okay, Freunde, ich brauche unbedingt ein Pokémon Center. Und ich habe rausbekommen, wie wir auf diese blöde Karte zugreifen können. Zumindest hat es einmal geklappt. Mal schauen, ob es nochmal klappt. Ich habe eigentlich... Was? Box? Ja, ja. Was war denn da gerade für ein Haufen Optionen? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur B gedrückt wie ein Bekloppter. So, pass auf. Ich drücke jetzt mal einfach hier. Ah, ja. So, Freunde. Jetzt haben wir nicht auch mal die Karte hier. So, wir suchen mal ein Stück ran. Burp, hier sind wir. Hier ist das Ding. Genau, hier ist ein fetter Vulkan. Hier geht es nicht lang. Das heißt, wir müssen hier rechts rum. Und dann sind wir quasi in der Stadt. Das hier, ist das ein Center? Ja, oder? Das sieht mir nach einem Center aus. Okay. Wow, heilige Mutter, was für... Das ist nur die erste Insel hier. Oh mein Lord. Alles klar, Leute. Hier gibt es also einiges zu tun. Junge, Junge, Junge. Ne? Was ist denn das? Ich war mit der letzten Stück Hacke auf dem Rasen. Das ist so. Okay. Das kennen wir zwar schon, schneide ich trotzdem nicht weg, weil ich flüchten werde. Ich habe einfach keinen Bock auf Superschall. Vor allem nicht, wenn man sich unsere HP ansieht. Darum... Oh, nein. Flucht gescheitert. Junge. Okay, es macht nur 2 HP zum Glück. Lass mich gehen. Yes. Gut. Also wenn ich flüchte, brauche ich natürlich nicht schneiden. Das macht es mir auch ein bisschen einfacher. Jetzt weg hier. So. Okay, ich glaube, wir müssen einmal rechts... Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch ankommen, muss ich sagen. Mit der... Oder doch, wir können hier außen rum. Wir müssen gar nicht ins Gras. Das ist schon mal gut. Oder doch, müssen wir. Hui, das war knapp. So, und jetzt links müsste doch schon das Pokémon Center sein, oder? Ach ja, stimmt, der ging es ja nicht lang. Jetzt aber, Freunde, jetzt. Aber. Ah, hier waren wir vorhin auch schon. Route 1, ja, hier gibt es nicht so viel zu sehen. Nee, hä? Warte mal. Ich sehe doch die Karte da unten. Ach, ich muss links. Links zum Center. Sehe ich gerade hier, wo das Tauros stand. Geht's jetzt hier lang? Ja, na endlich. Oh, jetzt ist die... Na gut. Bevor wir zur Trailerschule gehen, sollte ich dir wohl das Pokémon-Center zeigen. Oh, ja, sehr gerne, Fräulein, sehr gerne. Da gibt es auch diese komischen Mampfe-Herzchen für diese Pokepause, ja. Dass Zuneigung, Freundschaft und so Kram steigt, weiß der Geier, ob das irgendwie wichtig ist. Wenn du mit der Dame dort sprichst, kümmert sie sich um verletzte Poké. Die Dame, die hat einen Namen, Junge. Das ist Professor Joy. Wie heißt das? Schwester Joy heißt sie ja wohl. Über den PC doch kannst du Zugriff auf dein Pokémon-Lagerungssystem ablegen, mitnehmen, ist klar. Ah ja, hier ist dieser Laden. Der Supermarkt ist direkt mit drin, das ist nice. Ich meine, das ist ja jetzt nicht neu und ich finde es bombastisch. Jetzt, das ist neu, hier ein Café. Ein Café-Bereich. Hier kann man sich Kuhmilch holen, okay. Und ja auch diese Dinger da. Diese Herzen. Ratschläge für Trainer, okay, gibt's auch noch im Café. Ja, das ist cool, das ist cool. Zur Trainerschule machen. Ja gut, also okay, danach ab zur Trainerschule. Lass mich erst mal kurz in Ruhe, genau. Ich habe die Trainerschule als neues Ziel festgelegt.
Das ist geil. So, was willst du von mir, hm? Du kannst maximal 6 Pokémon auf einmal bei dir haben. Okay, ansonsten ein PC. Alles klärchen. Was ist mit dir? Kostenlos heilen lassen, also den PC nutzen. Okay, und du, Kind, hast du was zu sagen? Items kaufen, ja, alles klar. Okidoki, lass mal schauen. Ich bräuchte ein Paraheiler. Ich bin wunschlos glücklich. Ja, wer das von sich behaupten kann, weiser Mann. Oh, wir haben 35.000? Alter Mutter, wie viel Taschengeld hast du mir gegeben? 35.000? Normalerweise kommt man in den ersten Shop mit 2.000, ne? Wahnsinn. Okay, dann können wir mal richtig reinbuttern. Hier holen wir uns erstmal 15 Bälle. Was soll der Geiz? So. Ach, der kann mir ja den ganzen Laden kaufen, mein Gott. Wie viel haben wir denn? Oh, hoppa. Oh, stopp so nicht. 5. Ja, mal 8, würde ich sagen. 8 Tränke. Gegengift. Wir haben einen. Nehmen wir mal noch 2 mit. Das kann nicht schaden. Paraheiler. Ja, gerne. Wir haben 0. Nehmen wir mal 4 mit. Aufwecker haben wir gefunden. Feuer- und Eisheiler gehe ich mal nicht davon aus. Fluchtseil. Ja, kann man definitiv immer gebrauchen. Wer weiß, was hier auf uns wartet. Schutz. Hoppala. Schutz. Nehmen wir mal 3 Schütze mit. Okay, dann haben wir erstmal schön geshoppt. So, dann gleich mal zum Café gucken. Hast du jetzt diesen Kram hier für mich? In Alola ist es jetzt 4 Uhr. Bei mir irgendwie nicht. Naja, gut. Auszeit, dann mal abschalten. Okay. Hier, 6 Pokébohnen habe ich gegeben. Das ist richtig. Das ist ein Geschenk. Oh, Hallöchen, nice. Das sage ich nicht nein. Gibt Level Up, ist klar. Was kann ich dir bringen? Ja, was kannst du mir bringen? Weiß ich auch nicht. Bring mir mal eine Milch. 198? Was ist das für ein Preis? Naja, von mir aus. Ist das 200 Euro für eine Milch? Haben die eine Macke? Für eine Milch? Ein Pokéball, mit dem ich ein Pokémon fange. Die Essenz dieses Spiels kostet 200. Und eine Milch auch. Ha. Melken die Kuh jetzt noch, oder was? Aromatisch. Nährwert, okay. Hä? Sag mal. Okay, gibt es noch ein Geschenk? Ein Eis. Oh, Strato City. Ja, nice. Ich weiß nicht mehr, was das Eis macht. Macht das, Statusveränderung oder so? Ich bin nicht ganz sicher. Und ein paar Bohnen erhalten. Auch noch. Meine Güte, ey. Okay, diese Bohnen, ja, die machen die Pokémon zutraulicher und... Weiß ja, Kuckuck, also... Wir können es... Oh, was ist denn hier los? Festival Plaza? Kampfvideos, what? Hier, Freunde, wir schauen mal kurz in die Pause rein, ja? Wir machen mal eine kurze Pause. Pass auf. Ich habe das eben schon mal gemacht. Hab dann gesehen, es gibt verschiedenste... Hey. Es gibt verschiedenste, Stati sozusagen. Status, wie nennt man das? Statussis? Keine Ahnung, Stati. Die hier aufgewertet werden. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wo das ist... Aber ich habe es gesehen und weiß aber nach wie vor nicht, ob das wichtig fürs Spiel ist. Macht das mein Pokémon stärker, wenn es mir mehr, wenn es glücklicher ist oder so, oder was? Okay, Festival Plaza, was geht jetzt hier ab, bitteschön? What? Wo bin ich? Hier sieht aber grimmig aus. Willkommen im Festival Plaza, ich bin Chris. Hi Chris, grüß dich. Sieht auf jeden Fall hübsch aus hier, dein Schloss, was du hier erbaut hast. Hübsches Schloss. So, und jetzt... Das Festival Plaza ist ein geheimer Ort, an dem sich Spieler aus aller Welt mit Hilfe der Kommunikations- Aha-Funktion treffen können. Okay. Ich veranstalte gerade ein Festival, bei dem sich Trainer untereinander austauschen können, aber ich suche nach jemandem, der mir den Empfang der Besucher aushilft. Okay, habe ich jetzt hier einen Job an Land gezogen oder was? Hm, würdest du vielleicht helfen? Ja, okay. Machen wir mal. Wenn ich noch, vorne, was jetzt hier abgeht. Ich habe einen Auftrag für dich. Okay, das ist ein Besucher aufgetaucht. Eine kleine Rede mit ihm. Gut, dann machen wir das mal. Moin. Was ist, geht ab? Ich arbeite hier. Ich bin Employee. Bitte frag mich was. Als wir gehört haben, dass ein Festival für Trainer veranstaltet wird, dachte ich mir, ich schaue einfach mal vorbei. Du wärst hier für den Empfang zuständig, richtig? Dann weißt du bestimmt auch, was zu tun hast, wenn du einen Besuch übergegnest, oder? Boah, ich spreche ihn an. Mach jetzt mal Konversation, würde ich sagen. Du bist ein Profi. Dankeschön, dass du dich um mich kümmerst. 2FM. Aha. Was ist das? 2FM? Ich habe eine Frage. Dann frag doch. Wenn du im Festival Plaza einen Besucher begegnest, dann sprich ihn bitte an. Ja. Was? Achso, ich muss hier drauf tippen. Nee. Hey, ich habe eine Frage. Wer hat hier eine Frage? Dann frag doch.
Oh, die machen immer so hier. Als Begrüßung, das ist ja geil. Alola. Nee, das gefällt mir. Die aufgehende Sonne. Junge, der hat keine Frage, wie es aussieht. Was sind denn bitte 2FM? Festivalmarken oder irgend sowas? Oder wie? Was geht denn hier ab? Ist das hier eine Geisterbude? Herzlich willkommen, ich stecke gleich noch mit in die Vorbereitung. Bitte komm wieder, wenn du mit Chris geredet hast. Okay, warte mal. Das können wir machen. Was ist das für ein Ort? Gute Arbeit. Wenn du die Fragen der Besucher beantwortest oder ihnen die Wünsche erfüllst, belohnen sie dich mit Festivalmünzen. Und die kann ich hier an den Buden ausgeben. FM, ah ja, ja, Festivalmünzen. Nee, alles klar. Okay, erzähl mal was zu den Buden. Das ist ja ziemlich. Was ist das hier? Glücksspiel? Eine Losbude? Wertvolle Preise? Okay, geil. Was haben wir hier? Ballonbude. Trainieren und Spaß haben. Okay. Dann haben wir Gengar, also Gruselbude. Items als Belohnung. Okay. Färbebude. Modeartikel. Okay. Ah ja. Das waren nicht alle Buden. Na gut. Boom. Hi. Okay, Münzen. Jetzt ist noch die Frage, wie viele Münzen brauche ich für irgendwas? Also 2 ist wahrscheinlich nicht so viel. Alola. 2 ist bestimmt nicht so viel. Was? Zuhören. Profi. 2, okay, jetzt haben wir 4. Eine Sprechblase erscheint, wenn du dich ihnen näherst. Lest du genau durch, was darin steht, und suche nach Besuchern, die einen Wunsch haben. Ah ja, alles klar, hast du einen Wunsch? Hör mal. Ja, ich höre. Alola. Ich glaube, das mache ich jetzt mal als Begrüßung. Valamor Gulis und Alola, Freunde. Oh, das mache ich. Das gefällt mir. Nice. Was? Weißt du, wie man Leute auf die Festivalplatte einlädt? Ja, die Kommunikationsfunktion halt, ne? Ja, danke schön. Nochmal, jetzt haben wir schon 6. Okay, jetzt checken wir mal. Das ist wie diese Straße in Pokémon Weiß oder Weiß 2. Ich weiß nicht mehr. Diese Blablabla-Allee-Dings. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Vor dieser Riesenstadt. Die kann man auch aufleveln und eigene Shops hinbauen und so. Das ist ziemlich nice. Das war damals echt, echt effektiv. Da konnte man hammergeile Shops bauen und so. Das scheint mir ähnlich zu sein. Gute Arbeit. Der Rang des Festivalplatzes ist gestiegen, weil du genügend Besucher im Empfang angenommen hast und fleißig Münzen gesammelt hast. Weißt du was? Ich bin in Spendierlaune. Hier, nasse noch was. Was gibst du mir? Ah, neuen Shop, oder was? Neue Bude aufstellen. Zum Beispiel die Färbebude Team Gelb. Als Punkerin vermerkt. Aha. Aber wir haben schon eine Färbebude. Kumpel, warum will ich denn noch eine? Lässt mich nie mit entscheiden. Na gut. Jetzt haben wir ja so eine gelbe Punkerin am Start. Und eine blaue ja auch. Jedes Mal, wenn der Festivalrang steigt, bekommst du eine dicke Belohnung von mir. Also völlig gewünscht der Besucher. Bla bla. Okay. Aber übrigens, in dem Schloss findest du meine freundliche Assistentin. Schau mal bei ihnen vorbei. Juti. Zu guter Letzt habe ich noch eine Info für dich. Wie lange du auf die Plaza bist, wird über den Lokalmodus oder über das Internet eine Verbindung zu anderen Spielern aufgebaut. Ah ja, okay. Ich wüsste zwar nicht, dass ich das gemacht habe. Ach ja, jetzt wird's gemacht. Okay. Dann wurde freigeschaltet. Wie wär's, wenn du einen Kampf oder einen Tausch wagst? Okay. Will ich das? Kämpfen, tauschen? Okay, was will ich tauschen? Es kann keine Verbindung hergestellt werden. Ja gut, dann mache ich das später, ne? Das muss jetzt nicht sein. Machen wir später. Zurück. Ja, machen wir später. Stopp, ey, bist du neu? Ich möchte, dass meine Pokémon Spaß haben. Na dann. Alola! Zeig mir die Bude, wo meine Pokémon gut amüsieren können. Amüsieren? Was weiß ich? Was weiß ich hier? Boing Boy Park, oder? Ja, das ist genau wie diese Dingsbumsstraße da. Das ist genau wie diese. Wie hieß denn die? Prachtallee? Prachtstraße oder so, oder? Das ist es. Und wenn man denen das Richtige empfiehlt, wonach sie fragen, kriegt man halt mehr Punkte. Ich möchte Pokémon Spaß haben. Alola! Ja, dann geh doch einfach mal nochmal dahin. Der Boing Boing Park, den zu leveln, also zu empfehlen und den dann zu leveln, gefällt mir auch gut, weil man darin offensichtlich seine Pokémon trainieren kann, was für uns dann wiederum auch gut sein müsste. Okay, was ist mit dir, Pankerin? Was kann ich hier tun? Modeartikel färben, das sehe ich hier, ist überhaupt keinen Sinn drin. Was mich interessiert, ist zum Beispiel die Losbude. Zur Losbude, losziehen. Kostet das was? Bestimmt. Nee. Ein 10. Preisbund. Okay, ein Bärensaft. Hey, für nix? Hallo? Ihr schaut einen Gaul und so, ne? Haben wir einfach einen Bärensaft bekommen, nice. Und das kann ich einmal pro Tag machen, oder wie, oder was? Nee. Nochmal?
Warte mal, wie oft? Okay. Steht erstmal nicht. Ah ja, okay, okay. Einmal pro Tag. Das sollten wir wohl auch machen. Das scheint mir effektiv zu sein. Wir haben einfach ein Item bekommen für nix und das ist auf Level 1. Wenn es irgendwann gelevelt ist, gibt es mit Sicherheit bessere Items und so weiter. Meistert ein Pokémon diesen Parcours, steigt sein Angriffsbasiswert leicht. Oder Spezialangriff. Okay, dann machen wir Spezialangriff. Geil. Ja, ja. Pokémon, bei denen die Timer keine Wirkung hätte oder kampfunfähig, können nicht rausgewählt werden. Okay, das ist ja super nice. Hier können wir einfach mal die Pokémon trainieren für Lau. Und wie gesagt, wenn das im Level aufsteigt, wird das immer besser, die ganzen Dinge, die wir hier kriegen. Dann steigt das auf einmal plus 3, plus 4, so schätze ich das zumindest. Das ist daher eine ziemlich nice Sache. Spezialangriff einfach mal gestiegen. Was willst du mehr, oder? Kostet 5. Okay, das wird es jetzt gewesen sein. Einmal pro Tag. Schauen wir jetzt noch die anderen an. Also das hier sehe ich für, halte ich für irgendwie dumm. Hey, ist hier noch so ein Teil? Es gibt zwei davon. Ah ja, das ist die Frau. Plumps-Parcours. Worum geht's hier? Um Verteidigung oder? Verteidigungswert und Spezialverteidigung. Okay, merke ich mir, weil wir nur noch 9 haben. Ich will mal hier noch gucken, wenn das auch 5 kostet, gönnen wir uns eher das. Gruselbude, Nachtnebel, was gibt es hier? 10! Oh! Na, warte mal. Sag mir wenigstens, was hier abgeht. Sie ist so eine Punkerin. Zeig mal ja. Ihr könnt im Tausch gegen ein Abenteuer erleben. Okay, es wird nicht gesagt, was die da bekommen, aber es klingt nice. Warte mal, oh, hier ist ein Sarkophag. Nee. Okay, dann bräuchten wir quasi noch eine Münze. Das kriegen wir wohin, oder? Ist hier irgendein Typ? Willst du was? Yes. Dann gehen wir hier zum Boing Boing Park. Da warst du zwar schon. Oh, mach's euch nochmal, sag ich mal, ne? Unglaublich, ich fühle mich unglaublich. Okay, 4 bekommen, nice. Level 3, boom, Leute, das ist ja übelst nicer Shish hier, das gefällt mir. Chris ist da, um das Gebühren zu feiern. Ach ja, stimmt. Von ihm kriegen wir natürlich auch noch was. Guten Abend, Alola. Willst du was? Nein. Okay, das heißt, dieses Fan da oben, das muss rot sein. Seht ihr das? Oben da Fan. Dann ist es quasi ein neuer Quest. Ich würde gern über dich erfahren. What? Bist du in jemanden verliebt? Bist du... Was? Hast du gar einen Mehrer? Ist das denn? Okay, ja, bin ich. Ich schätze mal, das will sie hören. Aha. Ich würde das jetzt gerne nochmal machen, um nochmal Nein zu antworten und dann zu schauen, was will sie hören. Ich versuche das natürlich möglichst effektiv zu spielen. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Ah, warte mal, wir haben jetzt genug für die 10. Oh, ich Idiot, jetzt bin ich einmal rumgelaufen, wa? Mein Gott. Otto, hier ist war genau neben mir, ich dussel. Na gut, checken wir mal das ab. So, mal gucken, was wir hier bekommen. 21, kostet 10. Jawohl, bin ich. Welches Pokémon soll in die Gruselbude? Naja, wir haben ja nur eins, wa? Piotr, rinde in die Gruselbude. Kommt schon klar, kleine Schreckgespenst, du Gruselpuppe. Hm, du hast 10 bezahlt. Vielleicht mulmigen Gefühl, okay. Kommt vergnügt aus der Gruselbude. Ein Hyperball. Ah, okay. Hier gibt es ja Items. Nice. Noch was. Granitstein. Hm, warum nicht? Ja, lieber haben als brauchen, sage ich mal. Noch was? Noch eins. Piotr, was ist los mit dir? Okay, der hat 3 Items für 10. Also Bombe, Leute. Und vor allem ein Hyperball. Das ist ja bombastisch. Ich glaube, hier könnte man sich den ganzen Tag aufhalten. Nee, aber was ich noch machen will, ist... Jetzt bin ich wieder einmal rumgelaufen. Ist nochmal die Verteidigung leveln. Achso, warte mal. Hier gibt es ja 2 Losbuden. Goldrausch. Achso, es gibt von jedem 2, ich dussel. Das habe ich jetzt gerade erst gemerkt. Okay. Noch ein Bärensaft. Naja, gut. Also pro Tag 2-mal trainieren. Items... Und 2-mal lose. Also im besten Fall, insofern wir so viele haben. Aber das ist ja richtig geil. Okay, hier war Verteidigung. Moin, moin. Spielen. Habe ich noch genug? Yes. Spezialverteidigung. Ja, das nehmen wir für Piotti. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Piotta. Ich hätte gerade mal gucken sollen, wie viel es jetzt hat.
wie viel es gelevelt wird. Ich glaube aber nur plus 1. Schätze ich mal. Ist leicht angestiegen. Ich schätze mal plus 1, aber das ist nicht zu unterschätzen, Leute. Das hatten wir vorher nicht. Die hatten vorher nicht eine. Okay, nice. Danke. Gut, Leute, das war's für diesen Part. Lasst mir doch, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen, Kommentar und Abo da. Es geht weiter im nächsten Part. Bis dahin, mach's gut, Leute, und ciao.